Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, Game Dev Tycoon. 170 Millionen haben wir uns erkämpft. Ein Wahnsinn. Ja, haben wir schöne Produkte rausgebracht. Als letztes hatten wir hier Planet Wars, was mit einer 9,5 saugut ging und immer noch geht. Und da hoffen wir ja drauf, dass das die 10 Millionen knackt. Und deshalb können wir mal hier gucken und vielleicht mal so ein Konsölchen anlachen, eine eigene, die wir dann sozusagen einbinden können. Und wo wir auch Marktanteile für kriegen. Ja, Tutorial erklärt und erklärt und erklärt. Und so, wie nennen wir die denn mal? Freibox? Nee, das ist ein blöder Name, oder? Freibox ist ein blöder Name. Wie nennen wir die denn? Game. Freigame. Nee, hört sich an nach kostenlos. Ist es ja auch nicht. Wir wollen ja Geld für die Konsole. Ach ja, wie nennen wir die dann? Gaming. Nee, Gaming. Schreibt man das so? Gaming? Ah, ist auch doof. Wenn ich nicht weiß, wie man es schreibt, ist es auch doof. Game Machine. So nennen wir unsere Konsole. Genau, Game Machine. So, jetzt brauchen wir noch ein Design. Oh Gott, das sieht alles aus wie Xboxen. Das sieht am meisten aus wie eine Xbox irgendwie, finde ich. Ey, Orange. Das ist doch meine Kanalfarbe. Na klar, nehmen wir die. Hört sich gut an. So, Quality Budget, ne? 30 Millionen. 30 Millionen. Ey, wisst ihr, so eine Konsole ist so teuer. Fangen wir jetzt auch noch mit dem Mist an. 30 Millionen. So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier für Grafik reinsetzen. Und ich würde sagen, wir machen da Advanced Stereoscopic 3D, 3DV3 und 2DV5. Ach nee, können wir nicht. Wir können nur zwei. Warum kann ich da nur... Das ist doch... Ja, dann machen wir es so. 3D V3 und Advanced Stereoscopic 3D. So. Dann soll ja Multiplayer, Video Playback. Okay, Online Play vielleicht eher. Achievements soll es unterstützen und Sound. Von allem ist bei 86 Millionen. Also gut, mit 70 Millionen habe ich gerechnet. Das sind 16 Millionen mehr. Das ist ja hier, das ist ja schon fast, wie soll ich sagen, also. Ich komme ja vor, als hätte ich hier irgendwie so einen Bischofssitz in Nimburg gebaut. Alter Schwede, das geht mal ganz schön am Preis vorbei, würde ich sagen. Holla, die Waldfee. Ja, wurscht, müssen wir durch, wenn wir eine Konsole auf dem Markt haben wollen, die abgeht wie Rakete. Was soll's? Legen wir los. Ach du lieber Himmel, jetzt müssen wir auch noch hier monatliches Budget oder was reinhauen. Ja, Trends zu Action Games. Ja, 1,5 Millionen. Super. Leute, wir müssen irgendwie noch Spiele machen. Aber erstmal macht ihr alle Urlaub. Und ich glaube, dann müssen wir ganz, ganz, ganz viele, ganz tolle Spiele machen. Ich krieg Heimweh. Ist nicht den hier ernst, oder? So, wir haben 100 Millionen mit Planet Wars 3 verdient und haben trotzdem nur 80 auf dem Konto, weil die Jungs uns hier auffressen. Das ist ja echt unglaublich. Nee, also 1,5, nicht 1,6, Freunde. Na, so haben wir nicht gewettet. Nein, also... Ich will das nicht canceln. Wie ging das mit der Maus darüber zu ziehen? So, damit das da nicht umgestellt wird. Finde ich nervig. So, alle sind wieder da. Dann gleich mal rein hier in neues Sequel. Und zwar müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwas auf die Beine stellen, was richtig ultra cool ist.
Prince Quest, der Flusi. Flusi 2, der ging doch auch gar nicht mal schlecht, oder, der Flusi? Vor allem mit unseren ganzen neuen tollen Effekten, die wir jetzt haben. Machen wir den Flusim 3. Flusim 3, Airplane, Simulation. PC. Play System und M-Box. Ach, da haben wir noch keine Lizenz für die M-Box. Müssen wir noch mal. Ja, kommt noch 1 Million raus. Was soll's? Wir haben's doch. Ha, wenn wir nicht, wer dann? So, und das Ganze machen wir natürlich in unserer neuesten. Wir haben noch keine Engine gebaut. In unserer neuesten 3D-Grafik V3. So, jetzt wird's interessant, denn, ja gut, Story Quest, da brauchen wir relativ wenig. Ja, ich glaube, wir lassen das einfach mal so, damit wir hier die Full Motion Video drin haben können, was wir auf jeden Fall brauchen. Videoplay brauchen wir nicht, wir brauchen Basisphysik und wir brauchen Mod Support und wir brauchen Online Play. Ja, das ist too much. Naja, auch egal. Skilltree brauchen wir eigentlich nicht. Charakter Progression macht da, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Oder als Tech Tree in der Simulation. Können wir auch nehmen. So, die Leute hatten wir ja alle eingeteilt. Da ändert sich ja so viel nicht. Also lassen wir das einfach mal so. Packen hier die Boosts raus und machen natürlich Marketing. Und dann natürlich wieder die größte Kampagne, die wir machen können. Und dann hoffen wir noch darauf, dass die Messe kommt. Und dann geht's richtig ab hier. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein paar Leute dann schulen in die Richtung, wo wir die haben wollen. Denn ich bin sogar am Überlegen, ob ich einen raushaue und mir dafür noch einen Design-Spezialisten hole, weil ich glaube, ich würde lieber auf Adventure und Rollenspiele setzen. Ich glaube, die gehen besser und vor allem kann man die auch zu MMOs umdesignen. Ja, es ist scheinbar ein bisschen schwerer geworden hier, dass man das hinkriegt wie im letzten Spiel. Ja, wir sind wieder die Nummer 1 hier mit 1,4 Millionen Besuchern auf dem Messestand. Das dürfte einen schönen Hype geben, hoffe ich doch. Dialoge sind so gut wie nicht gefragt, aber AI ist ganz wichtig und das hier können wir ein bisschen runterfahren. Ich hoffe, das zerstört nicht die Einstellungen, die jetzt hinten rauskommen, sonst haben wir ein großes Problem. So, die Jungs entwickeln und mir ist aufgefallen, immer wenn hier so ein Bugpunkt aufsteigt, dann steigt von denen ja was anderes nicht auf. Das heißt, jeder Bugpunkt, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 46 Punkte, die wir hier nicht vergeben haben, als Bugs angesammelt. Und ich glaube, dass das ein Faktor ist, der mit Müdigkeit und Ausbildung zu tun hat. Das heißt, je besser die ausgebildet sind, je fitter die sind, umso weniger Bugs machen sie, umso besser werden die Spieler. Ach du lieber Himmel, jetzt ja, stellen wir alles auf den Kopf. World Design wird so gut wie gar nicht gebraucht. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, Nick frei hier, der da. Dann passt das Ganze wieder. Holla die Waldfee. Ich bin mal gespannt, was das hier gibt. So, Surround Sound, Soundtrack, Open World. Ja, Open World und so weiter. Das ist, eigentlich gehört das zu einer Simulation, Open World, ja. Gut, Ökonomie brauchen wir nicht. Rich Backstory weiß ich nicht. Vielleicht Wetter hätten wir vielleicht da eher gebraucht. Das haben wir ja auch noch in der Erforschung, glaube ich. So, ich glaube, das schießen wir so ab. Und hoffen aufs Beste. Im wahrsten Sinn des Wortes. Fange ich mal an zu beten. Dass unsere Firma nicht pleite geht. Das wäre ja erschreckend. Da müsste ich nur mal von vorne anfangen. Und wenn sie nicht pleite geht und 35 Jahre sind rum, dann bin ich am Überlegen, ob wir von vorne anfangen. Ja. Warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? So, also, wir packen hier Punkte rein. Das sieht richtig gut aus. Dummerweise haben wir schon wieder 100 Punkte verschenkt, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt müssen wir die Bugs noch rausmachen. Komm, mach Bugs raus. Bugs, 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 Bugs raus. Wir brauchen Geld. Wir haben nur noch 60 Millionen und der andere Kram frisst uns langsam auf.
lasse das aber noch ein bisschen nachpluppern, bis der Hype anfängt zu sinken. Dann müssen wir es abschießen. So, jetzt. Weil wenn der Hype anfängt zu sinken, wir müssen jeden Hype-Punkt mitnehmen. Das ist Abverkauf pur. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich irgendwas steigert. AI, 3D-Grafik, Nick Frey hat Level Up auf Level 9. Rina Brock hat Level Up auf Level 7. So, hauen wir das Ding raus. 3D-Grafik V4. Na, ist doch herrlich. Da haben wir doch direkt wieder was zum Erforschen. Ich bin begeistert. Ach du lieber Schreck. Ja, da haben wir einiges zu erforschen, würde ich mal sagen. So viele Punkte haben wir gar nicht. Aber neue Grafik ist eigentlich immer gut. Das Problem ist, die ist dann veraltet, wenn die Konsole auf den Markt kommt, wenn wir jetzt die neue Grafik entwickeln. Also bleiben wir erstmal bei der alten und machen No Loading Screens. Das hört sich auch gut an. So, die macht mal einen Game Report für das Spiel. Und der hier, der researcht mal... ja, was researcht der mal? Cooperative Play. Oh, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Yeah! Hit Game! Yeah, awesome, Hit Game. Komm, noch ein Zehner. Zehner Moment. 4x10 ist göttlich. Kriegen wir nie hin. 4x10 kriegen wir irgendwie nicht hin. Ich habe einen Screenshot, da habe ich mal 4x10 gemacht. Ich habe den Screenshot. Den habe ich in einem Offscreen-Spiel gemacht, allerdings noch vor der Steam-Version. Und da war ich total happy, also dass ich das freigeschaltet habe damals. Ja gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Abverkäufe an. Die dürften jetzt laufen wie geschnitten Brot. So. Was haben wir hier noch? Time Travel. Wir haben bald alles erforscht. Ist auch so ein Ziel von mir. Ja, Sequel. Da wird berichtet, dass wir ein Sequel rausgebracht haben. Business. Oh, Alternate History. Das ist richtig cool für Strategiespiele. Haben wir dann jetzt in der untersten Stufe auch mal. Na, super. Ich weiß gar nicht, ich glaube in meinem Testvideo, was ich gemacht hatte, da hatte ich das glaube ich schon. Und Wild West ist der letzte Punkt, der freigeschaltet wird. Das ist doch ein Armutszeugnis hier, dass das so random kommt. So, 1 Million haben wir schon verkauft. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Oh, das gibt unser 10 Millionen Titel. Das gibt unser 10 Millionen Titel. Wir haben schon wieder 100 Millionen auf dem Konto. 132 Millionen, das geht ab wie nix. Jetzt kommt noch eine positive Industry News. Dass wir 5 Millionen Stück verkauft haben. Das dürfte den Abverkauf weiter ankurbeln. Ja, wir announcen es. Wir kündigen es an, dass wir das bringen. So, und da gibt es dann nochmal von Game Nova einen Test, der positiv ist. Und Inner Surprise Announcement. Ja, Frei Game Studio, genau, die Macher von Planet Wars 3. Ja, die wollen jetzt angreifen, hier Microsoft und Sony. Und das haben wir uns vorgenommen mit unserer Game Machine. Da sind wir mal gespannt, ob wir da auch die Marktführerschaft einnehmen. Wir verkaufen 10 Millionen Spiele, wetten? Wir verkaufen hier 10 Millionen Spiele, yeah! 10 Millionen. Simulation und Strategie ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wenn sie denn ziehen und schlagen. Aber da kann man keine MMOs draus machen. So, 10 Millionen Incredible Achievement. Normalerweise würde ich jetzt ein Achievement freischalten, wenn ich es nicht schon hätte. Und wir verkaufen sogar noch weiter. Wir haben über 200 Millionen schon auf der hohen Kante. Und das ist natürlich, das ist Gold. Denn, nein, wir wollen nicht das Projekt starten. Wir wollen unseren Research erhöhen. Das haben wir vor. Warum? Ja, damit alles mal vorangeht hier. So. RPG-Games sind der Hit momentan. So, und auch bei euch Jungs hier. Nein, ich will das nicht canceln. Ich will mehr Kohle reinpumpen. Wir haben doch jetzt Geld. So, kostet uns 6 Millionen pro Monat. Aber wurscht. Wurscht. Wir haben über 200 Millionen. Ich will den Kram fertig kriegen, weil alles, was wir fertig haben, bringt uns wieder Geld. Und,
Die Research-Abteilung bringt uns Research-Punkte und die werden wir dringend brauchen. Die werden wir brauchen, um Techniken freizuschalten. Wie wir hier sehen. Ich will alles freischalten, bis auf die Grafik. Die Grafik kommt als letztes und die kommt auch nicht in die neueste Engine mit rein. Was haben wir hier? Es released Gaming Console. Ach, wir haben die heute rausgebracht oder was? Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass wir die rausgebracht haben. This console does not seem quite in par with high-tech competitors, but will seem player think. Looking features, game machine seem... Au, wir können mit den ganz Großen irgendwie nicht mithalten. Es kommt auf die Spiele an, die rauskommen. Ja, die Build Quality ist excellent. Und ja, will run for decades without issues. Also sprich, die geht nicht kaputt. Das wird einen großen Einfluss auf den Markt haben. Ja, hoffen wir's. Ich bin mal gespannt, wann kommen jetzt hier kommen die Game Machines. Ich bin gespannt, was wir da verkaufen. Oh nee, was sind das jetzt? Hier, very own Game Console, now in the market game. Tutorial haben wir doch alles schon. Ich weiß doch, wie das geht. Ja, Maintenance Points, genau. So, da können wir vielleicht auch ein bisschen runterfahren. Es kommt jetzt drauf an, wenn wir die nämlich verkaufen, da gibt es jetzt, glaube ich, hier oben, hier so Kundenzufriedenheit. Und Backlog, das bedeutet, das sind die Fehler, die uns gemeldet werden und so weiter. So, Crit Income sind 277 Millionen. Interessantes Game Machine Sales sind 4,8 Millionen. Also das heißt, die nehmen wir zurzeit ein. 3 Millionen haben wir Kosten. 5 Stück kamen zurück und ich hoffe, dass wir die ziemlich schnell ja fixen. Und Flight Sim hat sich für 200 Millionen verkauft. Das ist der Hammer. So, wir gehen natürlich hier mit der Large Boost auf die Messe. Wir wollen nämlich über die 1 Million drüber. Und ich bin am überlegen, machen wir noch ein Spiel oder... Ach komm, wurscht, wir machen noch ein Spiel. Wir versuchen es zumindest noch möglichst schnell ein Spiel zu machen. Ich suche jetzt gerade noch eine Simulation. Pong 2. Sportsimulation. Das hört sich gut an. Das ist ein Konsolentitel. Dann machen wir Pong 3. Da machen wir mal Pong 3 als Simulation und das wird für PC released. Das wird für... Oh, wo ist er denn? Unsere Maschine released. Und es wird für die... Und es wird für die Ouya released. Knallhart. Für die drei, wir unterstützen nicht mehr die Konkurrenz. Wir bauen jetzt Spiele für unsere eigene Konsole. Kostet 1,8 Millionen, ja. So, und das machen wir natürlich mit der 3DV3 Grafik. So wie wir es gewohnt sind. So, jetzt hoffe ich, dass der hier ganz schnell an der Entwicklung teilnimmt. So, das können wir alles eigentlich 1:1 durchdrücken. Das können wir eigentlich alles 1:1 durchdrücken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, dann müssen wir hier Marketing machen. Dann packen wir direkt mal die Boosts aus. Und dann kriegen wir nämlich auch noch den Marketing-Hype mit. Das haben wir jetzt ganz clever gemacht. Und da oben, da haben wir auch lauter zufriedene Kunden. Also die arbeiten wir alle ab. Da hinten ist die Konsole, da ist das neue Spiel. Damit dürften wir Nummer 1 sein und jetzt dürften die Abverkäufe generell hochgehen. Und ich meine, wir verdienen jetzt auch ein Schweinegeld hier mit der Konsole. Brauchen wir nicht lang drüber reden, dass wir die Konsole hier im Markt halten wollen. Allein schon, um die Kosten hier oben zu decken. Also im Prinzip, die Konsole bezahlt uns die Research und die Wartungskosten und mit den Spielen verdienen wir Geld. So, und das Spiel wollen wir natürlich hypen, weil das wird natürlich genial. Das ist ja für unsere neue Konsole und das ist ja von uns für unsere neue Konsole. Das kann ja nur genial werden.
jetzt. Das Problem ist, dass der Abverkauf langsam im Keller geht, aber solange es da oben die 3 Millionen bezahlt, da halten wir das natürlich alles bei. So, hier ändern wir auch nichts. Wir drücken das, wie gesagt, alles 1:1 durch. Wir haben ja vorher auch schon mal eine Simulation gemacht. Ist eigentlich der einfachste Weg, zwei Spiele der gleichen Sorte nacheinander zu machen. Ich weiß zwar nicht, ob dann das andere Spiel keine 10 mehr wird, weil man ja schon eine Simulation hat, die eine 10 ist oder sowas. Aber naja, so, und jetzt kommt hier die nächste Konsolengeneration von Microsoft. Die bringen nämlich die Xbox One. Und lösen damit die Xbox 360 ab. Ich dachte, die wäre schon draußen, die Xbox One. Ich habe was verpasst. So, 1,6 Millionen Konsolen haben wir verkauft. Das ist noch nicht so ganz so der Hype. Es wird jetzt wahrscheinlich besser, wenn wir anfangen, Spiele dafür zu verkaufen. So, auch das behalten wir natürlich alles so bei. Warum sollten wir da was ändern? Sobald die Boosts frei sind, schicken wir die Boosts wieder rein. Ich klicke schon die ganze Zeit. Was sind das jetzt? Keine starken Trends für die nächste Zeit angekündigt. So, und dann packen wir da nochmal alles rein, was wir haben. Komm, komm, komm. Pusht, pusht, pusht. Über 500 Punkte macht. Vielleicht können wir das doch ein bisschen senken. 1,5 Millionen vielleicht. Warte mal, wir machen das auf 1,4 und dann gehe ich damit rüber und dann steht es auf 1,5. Nah. Dumm darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. So, also, ab geht's hier. 570 Punkte. Also die Xbox Next ist das, was kommt in die Play... also die PlayStation 5 ist das nächste, was kommt. Hm. Schon interessant, schon interessant, was die hier rausballern an neuen Konsolen. Das ist natürlich jetzt Zukunftsprognose, hat nichts mehr damit zu tun, was real abgeht. PlayStation 4 ist nicht mal raus, ja. PlayStation 5 ist nicht dran zu denken. So, neuer Report, gutes Management, Dialoge gehen hoch, World Design geht hoch, Sounds gehen hoch, drei Mitarbeiter gehen hoch, ich gehe auch gleich hoch. Weil die kosten dann mehr. Mann. So, und dann gibt's Advanced Body Language und dynamische Welt. Und da haben wir eigentlich drauf gewartet. Und jetzt kommt das Spiel hoffentlich für unsere Konsole gleich raus mit richtig guten Werten, dass dann unsere Konsole nochmal einen Schub kriegt. Komm, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Das gibt doch... Oh, komm, bitte. Wenigstens einen neuen hier. An den 7 ist das schon mal gar nicht. Also das ist doch gelogen hier. Komm, 10, 10, 9, 10. Ja, 9. Gib wenigstens einen positiven Pressebericht, der das Ganze ein bisschen ankurbelt. Und wegen dem 9er kaufen vielleicht auch Leute noch unsere Konsole. Ja, weil man weiß ja nicht. So, 500.000 haben wir geknackt. Eigentlich schon fast 1 Million, die wir geknackt haben. Tja. Alles positiv, da wird wieder Kohle gemacht, 300 Millionen haben wir auf dem Konto. Dann wird es gepriesen als tolles Sequel. Dann kommen sie hier wieder mit 1 Million verkauften Einheiten, obwohl wir schon bei über 2 Millionen sind. Und so langsam fängt das an hier richtig zu brummen. So, wir haben einen großen Erfolg angekündigt und jetzt gucken wir und wir hatten recht und deshalb hat es einen positiven Effekt auf die Abverkäufe, also gibt es nochmal einen richtigen Schub hier oben raus, jawohl ja. Und dann kommt hier die Xbox Next von Microsoft, das ist blöd. Aber ihr seht, mit dem Abverkauf unseres Spiels steigt auch momentan unsere Konsole. Das Problem ist, ja, dass die neue Konsole uns natürlich jetzt ein bisschen Marktanteile klaut hier. Aber selbst mit 1,5 Millionen decken wir alles locker ab, was die hier haben an Problemen. So, 5 Millionen. Ich warte drauf, dass die müde werden. Werden sie aber wohl nicht. Also machen wir mal schnell hier einen Game Report für Pong und dann machen wir mal ein bisschen Research, weil wir brauchen das ganze Zeug hier. Wir müssen das alles mal erforschen. Das geht ja mal gar nicht. Moral Choices. Research. Advanced Body Language. Research. Dynamic World. Research, 3D-Grafik V4. Soll ich sie erforschen? Sie ist in unserer Konsole nicht drin. Gehen wir den nächsten Schritt.
Ja, eigentlich müssen wir den nächsten Schritt gehen. So, dann haben wir richtig was erforscht, dann können wir direkt mal eine neue Engine bauen von unserem Geld, was wir da einnehmen. Und dann bin ich gespannt, was passiert. So, PlayStation 5 von Sony ist released. Erschreckend, erschreckend. So, was haben wir hier? Alles super im Prinzip. So, Large Boost. Wir stellen uns auf der Messe wieder mal hier der Herausforderung und wir gehen gleich dran an eine neue Custom Engine. Das ist die Neuner, die dann die neue Grafiken reinkriegt, die Interactive Story Moral Choices reinkriegt, Cooperative Play und das hier reinkriegt, Simple Body Language und Advanced Body Language. Alles, alles, alles. Wir packen alles in die Engine. Warum packen wir alles in die Engine? Dass wir auch alles noch auswählen können. Es kann ja sein, dass wir irgendwie mal an einen Punkt kommen, wobei das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Grafik V4 brauchen wir eigentlich, ja, schwer, schwer, schwer. Nee, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die neueste 2D-Grafik, die hätte ich gerne drin. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Da reichen auch die unteren. Dann wird die Engine ein bisschen billiger, glaube ich. Hui. Da haben wir viel zu entwickeln. Die ersten werden müde. Ist aber kein Problem, wenn wir eine Engine entwickeln, weil da können wir zwischendrin mal die Leutchen ein bisschen in Urlaub schicken. Das ist eigentlich optimal für sowas. So, 86 Millionen haben wir damit verdient, aber Hauptsache die Konsole hat sich wieder besser abverkauft. Oh, ja. Da kommen wir immer noch mit Pong und mit dem und es fühlt sich langsam ganz gut hier bei uns. Viele, viele Besucher, die sich unsere Produkte anschauen wollen. Das freut uns natürlich. Mit 1,5 Millionen Besucher am Stand sind wir wahrscheinlich wieder die Nummer 1. Genau. Haben wir mal wieder gut gemacht. Oha, wir sind schon im Jahr 32. Das wird eng. Das wird eng. Und ich bin schon wieder viel zu lange am Zocken. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, gar nicht gut. Ich mache hier einen Break, weil da die Folge, die wird schon wieder viel zu lang. So lang soll sie gar nicht werden. Und ich glaube, in der nächsten Folge haben wir schon das große Staffelfinale, weil dann sind wir im Jahr 35 und dann gucken wir mal, was wir bis dorthin alles auf die Beine gestellt haben. AAA-Titel haben wir noch nicht, MMO haben wir noch nicht. Wir sollten vielleicht langsam mal Gas geben und versuchen, sowas auf die Beine zu stellen. Aber sollen wir das wirklich machen, ohne Leute, die Spezialisten sind, zum Beispiel für Dialoge und Co.? Das werden wir sehen. Alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr klickt beim nächsten Mal auch wieder rein. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.